Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, sprechen wir heute mal nicht über das Klima, zur Abwechslung mal über die Rente. Das ist gut so, denn die Rente ist ein Thema. Sie ist das wohl wichtigste Thema der kommenden Jahre. Dies, weil dieses Land ein Millionenheer an Armutsrentnern jedes Jahr produziert. Weil die Blockparteien von CDU, SPD, FDP und Grünen die Menschen bewusst in die soziale Not geführt hat. Das glauben Sie nicht, liebe Abgeordnete. Ich sage Ihnen, dass die Rente, hören Sie da einfach mal zu, die Rente ist, quatschen Sie dazwischen, schauen Sie doch einfach mal hoch da oben, schauen Ihre Wähler zu. Und ne, die wollen das sehen, auch von der SPD, wir kommen noch dahin. Ich sage Ihnen, die Rente ist das Ergebnis Ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik in 30 Jahren Einheit. Die soziale Not von Millionen Alten hält Ihnen den Spiegel vor. Und wenn Sie da hineinschauen, dann blicken Sie in den Abgrund von Wirtschafts- und sozialpolitischer Verantwortungslosigkeit. Altersarmut ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und nun wollen die Genossinnen und Genossen zu meiner Linken umgehend die Ostrenten an das Westniveau angleichen. Gegen eine Rentenerhöhung im Osten, da habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Aber ich frage, warum muss das erst jetzt kommen von den Linken? Die Linken stehen in Regierungsverantwortung. Der Regierungschef in Thüringen, was macht er denn für seine Schäfchen in seinem Land? Was macht der Ramelow? Er macht nichts. Der kann es nicht tun, weil er die Ostdeutschen nicht versteht. Und ich sage Ihnen eins, es reicht nicht aus, hier mit einem Antifa-Abzeichen rumzulaufen. Nein, man muss sich um seine Wähler kümmern. Das ist das, was Sie nicht können. Die Thüringer Kollegin Renner hat es heute bewiesen, sie sind nicht gestern bewiesen, sind nicht in der Lage, sich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe nicht so viel Zeit. Heute, nach 30 Jahren nach der Einheit, liegen die Löhne im Osten im Durchschnitt immer noch gut 21% unter dem Westniveau. Das wird hier heute vergessen. Wer im Osten arbeitet, erhält eben nicht nur weniger Lohn für die gleiche Arbeit, er wird auch eine deutlich niedrigere Rente erhalten. Das gilt umso mehr, wenn wir den Höherwertungsfaktor abschaffen. Die Ostrente bleibt damit auf lange Zeit eine Rente zweiter Klasse. Und den SPD-Wählern unter Ihnen draußen an den Mikrofonen sei noch mal erklärt, dass Frau Kolbe erklärt hat, die SPD steht nicht für die Rentenangleichung und steht nicht für die Beibehaltung des Höherwertungsfaktors. Lieber Ost- und Mitteldeutsch, ich sage Ihnen, wir waren nicht willkommen, wir waren nur billige Arbeitskräfte. Obwohl Sie Gleiches leisten, bekommen meine Brüder und Schwestern nicht die Rente der westdeutschen Brüder und Schwestern. Meine ostdeutschen Freunde, ich muss Ihnen sagen, auf diese Parteien, die die Kiste in den Dreck gefahren haben, brauchen Sie nicht zu hoffen. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Karambaliabi.